Bleiben wir doch mal beim Einkaufen, denn T-Shirts, darauf kann man vielleicht verzichten, nur weil man es jetzt hässlich findet, dass man sich deswegen anderes kauft. Mit Lebensmitteln zum Beispiel oder anderen Sachen, die man wirklich braucht, sieht das ein bisschen anders aus. Problematisch wird es dann, wenn ein Mensch für mehrere einkaufen soll, zum Beispiel in der Familie, zum Beispiel in einer größeren Gruppe. Und dann steht man da und denkt sich, wer will jetzt was und wie viel und warum, und dann ist der Einkäufer meistens ein bisschen überfordert, damit das nicht mehr so leicht passiert. Deswegen gibt es jetzt einen, naja, fast schon intelligenten Einkaufszettel, beziehungsweise einfach ein System, wo man das alles so ein bisschen zusammenfassen kann. Smart List nennt sich das, und entwickelt haben es diese 6 Jungs: Moritz, Julian, Justus, Franz, Fabian und Janek. Hallo, es ist uns eine Ehre, Ihnen Smartlist vorzustellen. Smartlist ist eine smarte Einkaufsliste, die bei der Planung des nächsten Großeinkaufs helfen könnte. Jo, also wir haben uns gefragt, wie kann man das tägliche Leben verbessern, und gerade in der Familie, da geht es mal immer einkaufen unter der Woche, und da hat jeder so seine Wünsche, und da haben wir uns gefragt, wie kann man das irgendwie schön zusammenführen. Und da war unsere Idee halt die Smartlist. Das heißt, jedes Familienmitglied kann online einfach seine Wünsche, also wenn man jetzt mal Cola oder so haben möchte, trägt es da ein. Und ja, dann, wenn der Vater oder die Mutti oder wer auch immer einkaufen geht, öffnet sie einfach unsere Web-App auf dem Handy und sieht halt live alle Items, die da eingetragen sind, kann die auch direkt abhaken, also was im Einkaufskorb, im Einkaufswagen schon liegt. Ja, das war unsere erste Idee. Und die zweite Idee war, dass man Sammelbestellungen vereinfacht. Man kennt das ja vielleicht, wenn man hier bei diversen Elektronik-Versandhändlern die Versandkosten sparen möchte, dann fragt man halt mal irgendwo in einer WhatsApp-Gruppe rum, wer da noch was braucht, und dann gibt es zig Antworten, und das vermischt sich noch mit irgendwelchen anderen Dingen, und dann verliert man schnell den Überblick. Und da wollen wir halt auch Abhilfe schaffen und für eine bessere Organisation von Sammelbestellungen sorgen. Hier oben seht ihr unser System, was wir uns dafür überlegt haben. Das besteht im Wesentlichen aus 2 Bestandteilen. Zur linken der Server und zur rechten der Client. Der Server ist der Computer, auf dem die Einkaufslisten gespeichert werden. Und der Client ist dann jeder Nutzer dieser Funktionalität. Das könnte dann eine Handy-App sein oder eine Web-App, so wie wir es entwickelt haben. Die beiden Systeme können miteinander kommunizieren. Dafür haben wir eine sogenannte REST-API entwickelt. Das ist jetzt nicht weiter relevant, bloß wichtig ist, dass diese beiden Systeme eine standardisierte und einheitliche Kommunikation haben, die wir uns genau überlegt haben und genau geplant haben. Und dadurch können wir die beiden Seiten jeweils austauschen. Das heißt zum Beispiel, dass man ein Computerprogramm für diese Anwendung entwickeln könnte, oder man präferiert zum Beispiel seinen eigenen Server, seinen eigenen Computer zu verwenden, um die Daten zu speichern, falls man es nicht in Ordnung findet, dass die Einkaufslisten von einem selbst auf einem anderen Computer liegen, wenn man zum Beispiel Bedenken wegen des Datenschutzes hat. Also das ist jetzt unsere Smartlist. Wir befinden uns jetzt auf der Startseite, und man kann jetzt hier... Und man kann jetzt hier aus verschiedenen auf dem Server gespeicherten Einkaufslisten wählen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel mal Wochenendseinkauf angelegt und Elektronikeinkauf. Und dann kann man halt, wenn man auf eine Liste draufklickt, dort reingehen und sieht dann zum Beispiel die ganzen Einträge. Also in dem Fall jetzt hier hat die Familie offensichtlich neues Klopapier gebraucht, was in die Kategorie Bad fällt. Also das in den eckigen Klammern hier ist die Kategorie. Und mit Hilfe von dem Stift hier vorne kann man diesen Eintrag verändern, also zum Beispiel kann man jetzt davor schreiben, 2-mal Klopapier, und mit Hilfe von diesem Symbol kann man diesen Eintrag dann löschen. Und da wir ja gesagt haben, dass man selber eigene Server dafür entwickeln kann, ist es recht einfach
die IP-Adresse vom Server zu ändern, indem man einfach rechts oben auf dieses Einstellungssymbol geht. Und dann kann man hier die IP-Adresse von einem anderen Server eingeben und somit seinen eigenen Server praktisch damit aufsetzen. Und dann haben wir es so gemacht, dass man diese Web-App auch auf Telefonen ordentlich anschauen kann. Und es ist praktisch die gleiche Webseite wie auf dem Computer und man hat die gleichen Möglichkeiten, aber sie ist halt einfach so angepasst, dass man sie auch auf dem Telefon schön anschauen kann. Man kann es zum Beispiel in dem Wochenende das Einkauf auf seinem Telefon anschauen und dann sieht man halt im Laden, was man einkaufen muss, also zum Beispiel Klopapier, Butter und Brot. Ah ja, so, was haben wir so jetzt aus unserem Projekt gelernt? Erstmal war für uns eine Erkenntnis, das hört sich zwar recht einfach an, die Idee, aber wenn man das anfängt zu planen und sich zu überlegen, dann wird das doch schon recht kompliziert. Genau. Ein weiterer Punkt war, dass der Einstieg in Django, das ist ein Framework, was wir nutzen in der Programmiersprache Python, also man muss sich ein bisschen reinarbeiten, relativ kompliziert scheint es am Anfang, aber wenn man es dann verstanden hat, bringt es schon einige Vorteile mit sich. Genau. Und was auch sehr wichtig war, dass wir sehr genau planen und kommunizieren, denn wir haben unser Team in zwei Teile aufgeteilt. Der eine Teil hat das Frontend entwickelt und der andere Teil das Backend. Und da mussten wir halt vorher ziemlich genau planen, wie die miteinander kommunizieren, damit sie später dann auch miteinander reden können. Genau. Ja, wie geht's weiter? Also zum einen ist die Kommunikation zwischen Frontend und Backend, also zwischen der Web-App und dem Rechner im Hintergrund, noch nicht vollständig abgeschlossen. Das ist jetzt noch ein bisschen Beta quasi und außerdem haben wir uns überlegt, was man für Sammelbestellungen noch machen müsste, zum Beispiel, dass man Preise sieht, was man an wen dann zahlt, also was man von wem bekommt und welche Produkte man an wen geben muss, dass man solche Dinge noch einbaut. Dafür hat die Zeit einfach nicht gereicht. Das haben wir nur konzipiert und nicht umgesetzt. Dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und immer dran denken, shop smart.